Kein Schaden. Keine Erfahrungspunkte. Und er hat den Köder geschluckt. Aber ich meine nicht platt. Au. Und durch der Purativ-Typ teilt ihn wieder hoch. Er hat auch keine Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Entschuldige, was? Wie bitte? Der hat einfach das ganze Ding kaputt gemacht. Was ist das denn für ein Bekack? Hallo? Was war das denn? Kannst du euch das ganze Ding da kaputt machen? Boah, was ist denn jetzt schon wieder hier los? Hey. Das muss doch echt nicht sein. Ja, cool, jetzt sind die ja alle in Reichweite. Das ist ja wunderbar. Oh mein Gott, ey. Ey, wer soll denn mit so einem Mist rechnen hier? Ein Moment. Ach, lass mal das. Ja, kann ich ihn hier. Kann ich ihn geheilt, sehe ich gerade. Da warum kriegt er keine Erfahrungspunkte? Hallo? Was seid ihr? Fluch der Leere. Oh nee, das gab's noch einen Fade. Das ist auch voll kacke. Ihr auch, ihr auch. Ja, ich muss mich gar nicht um die alle kümmern. Oh, das heißt aber, die kommen wahrscheinlich unendlich, ne? Wäre jetzt so meine Vermutung. Mein Gott, das ist ja... Den Typen kann ich auch nicht. So, ich würde gerne den Magier einen erledigen, wenn es geht. Ich glaube, ich treffe den nicht, ne? Ich von hier aus. Das ist der einzige, der hier erstmal will ich halt Elfendonner haben. Zweitens ist der einzige Magier da, den möchte ich definitiv erledigen. Ihn ja machen, ich sagen, ne? Also, aber ich muss nicht alle Gegner hier erledigen dann. Das Problem ist, er sitzt ja aber hier voll gefangen an und Ike wird dann auf ihn losgehen, was kacke ist. Man kann sich Oberpriester nicht selber heilen, aber nee, muss ich erst freischalten. Ne? Mhm. Ich habe ja Glück und ich kriege ihn hier irgendwie angelockt. Aber dann kann ich nicht von dem wegrennen, weil sie nur 4 Bewegungen hat. Ja. Ich glaube, Soulband heilt uns, ne? Mal das aktivieren. Dem weil ich getroffen. Ich glaube nicht, dass ich mit ihm hier sicher bin irgendwo.
26. Wenn ich das hier aktiviere, aber da bin ich sicher. Okay, ich glaube, wir müssen Ike echt stürmen, ja. Ich bin ja nirgendwo hier sicher jetzt. Okay. Das heißt, wir müssen echt auf Ike hier losgehen. Den kriege ich auch keine Erfahrungspunkte, also als die Verstärkungstruppen. Das ist ja kacke. Das heißt, ich werde hier eigentlich nur Geld hier. Nur die 1000 Gold hier verpassen, ne? Gott, ich hoffe, er überlebt hat. Einer von dem war ein Assistent. Wenn ich nicht gut hat, einer von denen irgendwie Dingens war. Hat einige von denen sich irgendwie ja keine Erfahrungspunkte gegeben. Ey, das ist ja voll kacke. Ja, da ist aber auch, ich muss nicht gegen alle ja kämpfen. Ich glaube, wir schaffen das hier zu überleben, diese Runde. Da kommt da. Auch einige habe ich ja trennen können. Geh weg, ihr gebt mir keine Erfahrungspunkte. Ihr interessiert mich nicht. Da kommen wahrscheinlich immer mehr, ne? Pass auf. Okay, habe ich jetzt da Erfahrungspunkte bekommen oder nicht? Okay. So, ich glaube, ich muss echt auf IQ losgehen. Weil er mir eher gefährlich wird. Oh, und da kommen noch mehr. Ich habe auch diese Fähigkeit. So, ja, Ike fertig machen, ne? Und der hat da Drachen ausgerüstet, cool. So viel dazu. Ja, der macht uns jetzt platt. Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ne? Ist, dass wir den hier jetzt hier einfrieren. Das ist das Einzige, was ich jetzt machen kann. Damit wir hier überleben. So, er mit dem Langbogen. Ja. Na komm schon, Ike, du hast nicht so viel, du hast nicht so viel Resistenz. Ich müsste dich eigentlich treffen können damit. Oh, 80%, cool. Okay. Und jeder Zug, in dem wir den einfrieren, gibt uns sozusagen nur einen Zug, den wir jetzt chillen können. Das hat hier zu überleben. Nee. Warum habe ich sie dahin platziert, Mann? 34, willst du mich auf den Arm nehmen? Das überlebe ich nicht. Boah, jetzt weil ich sie da oben hin platziert habe, ne? 34. Das nimmt 16 mal 2 Schaden, cool. Jetzt habe ich echt hier, weil sie das gibt's jetzt nicht.
Oh mein Gott, ey. Nein, du sollst. Ah, das heißt, ich muss jetzt gleich noch mal Dings treffen, ey. Ja, das heißt, ich muss jetzt eigentlich noch mal mit John Ike treffen. Zählt auch als Kampf, also ich kriege eine Ladung für meine Embleme dadurch. So, oh, jetzt sind die aber mit hier runtergekommen, verdammt. So, und ja, hier auf Ike. So, ich muss ihn jetzt jedes Mal damit treffen. Da sah sein Raten hier wenigstens gelb aus. Hier in seinen Dings sah das irgendwie anders aus. Ja, da war gelb. Gräulich. Das stimmt so nicht. Ach, die geben mir auch keine Erfahrungspunkte. Oh mein Gott. Sie hier im Platz hier, dann trifft er sie. Cool. Und hier komme ich einfach nicht voran, Mann. Müll, ey. Warum nicht, ne? Wegen dem Level Up, deswegen. Er ist erst Level 18. Tut mir leid, dass ich jetzt buff bin. Jetzt hier. Hast du irgendwie eine Heilung oder so? So, 3 Schaden? Wir machten ja noch 29, 27, ja komm her.
So, doch gleich. Oh, noch besser. Keine Erfahrungspunkte, aber das ist kacke. Neunundzwanzig, siebenundzwanzig, vierundzwanzig. Diesen Zug muss ich, glaube ich, erledigen. Natürlich bist du voll. Oh, natürlich habe ich keine. Er hat mich nicht beide erreicht, oder? Nee. Du machst nicht mit Einschlag. Sie kaputt, ne? Oh, natürlich überlebst du mit einer P. Das ist jetzt nicht wahr, Mann. Oh. Überlebst du zwei Angriffe? Ich glaube nicht, ne? 127, 137, die machen sie so platt. 29, 27, das sind 18, das sind viel zu viel Schaden. Ich fasse nicht, dass der mit 1 HP überlebt, Mann. Das ist jetzt nicht wahr. Ach, und jetzt ist sie tot. Ja, guck mal hier. Ja, da müssen wir jetzt einfach riskieren. Ah, super. Boah, ey, aus solchen Situationen kommst du manchmal nicht raus. Und hier tut sich auch nichts mehr. Ihre Angriffe aufteilen könnte halt was werden, aber ich glaube nicht, dass die abmachen. Die gehen jetzt beide auf Celine los. Man sieht fertig. Oh ja. Und er doppelt sogar. Also, ja. So kacke, Mann. Ja, okay, ist gut. Will ich nicht sehen. Ach. Ja, das ist wichtig. Ja, noch meinen ganzen Zug hier. Ich bin aber echt voll in der Klemme gerade. Müssen ja noch mal, wenn hier keine Magier werden, dann wäre viel chilliger. Wir bewegen sich noch nicht mal, glaube ich. Hier zu viele Gegner. Ich muss ja eigentlich noch warten, ne? Nehme ich an. So, 16. Ich mach 28 Schaden, ich mach 5 Schaden, cool.
bitte einfach warten mit allen. Das war eigentlich genauso ab wie vorhin. Alles hier. Ich habe immer muss. Ich bin jetzt mehr Buff. Verdammt. Warte, warte. Okay. Ich erreiche noch nicht mal Alfred. Ja auch alle hier, ne? Ich könnte den ja machen, ne? Kann ich die hier platzieren? Was kann denn der machen? 31, 4 Schaden, da kann er machen. Aber ich muss im nächsten Zug sowieso Ike erledigen, ne? Hab ich das Gefühl. Ich kann jetzt hier reingehen, ne? Ja, kann er schon machen, ne? Ihn geht auf sie los. Wir sollen einfach jetzt warten. Also mal gucken, was wir hier machen. Da muss ich Ike im nächsten Zug hier erledigen. Geht nicht anders. So, sie wird einen Angriff überleben. Oder war es dann auch schon? Mein Gott, ey. Ich werde jetzt hier nicht noch mal rumsitzen für 3 Stunden und das Kapitel nicht erledigen. Aber tack. Hey, was geht? So. Mein Hauptcharakter, der wird hier schön. Ja, vielleicht kann ich da doch noch einen Zug überleben, aber ich glaube eher nicht. Naja, vor allem wegen denen jetzt hier. Und du hast Donner. Deswegen erreichst du mich. Oh, mein Crit. Ja. Okay, verpassen mal 1000 Gold, aber was soll ich machen? So, jetzt muss ich nur irgendwie schaffen, ihn ja zu erledigen. Was ja überhaupt nicht schwierig ist, ne? Guck mal, wie wenig Schaden er nur nimmt, ey. Den schaffe ich nicht.
Vor allem er haut uns mit einem Schlag wieder weg, ist klar. Warte mal, ich habe ein Donnerschwert. Nein. Donnerschwert. Oh ja. Das ist doch schon ein bisschen besser. So, ich kriege keine Erfahrungspunkte von dir. Von dir, von dir. Von euch kriege ich Erfahrungspunkte noch, aber ich kann nicht. So, was ich machen werde, ist... Ich gehe hier rein mit einem Donnerschwert, ne? Boah, ist diese Kamera. Diese Kamera. Okay, vielleicht schaffen wir das. So, ich kann jetzt gehen, ja. Natürlich reicht das wieder nicht. So, du, ich habe gesehen, was. Gesehen, du hast so eine Fähigkeit. Das reicht immer noch nicht, um. Oh. Ich einen einfach kein Schaden. Ja, das schaffe ich nicht. Das ist zu viel. Auf jeden Fall lang zu viel von mir. Okay, Crit. Oh mein Gott. Ist eigentlich, wie wichtig jetzt ein Crit ist hier. So, nein, sie hat natürlich wieder nicht. Alter, ich mach den noch nicht mal. Boah. Komm schon. Ich dachte, wir wird reichen hier. Das gibt's nicht. Hey, ihm fehlt ein HP. Das kannst du nicht. Das kannst du gar nicht erfinden, ey. Ja, sind so viele verschwendete Schläge, ja, ne? So, warte mal, wenn Celine, du musst ihn jetzt aber mal sehr kaputt hauen. Geht's doch nicht. Okay. Warum musst du ertragen hier ausrüsten in allen Waffen? So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch mal machen. Schauen wir nicht. Kann ich euch jetzt schon sagen. Okay, entschuldige, warum machst du jetzt gar keinen? Warum mache ich jetzt gar keinen Schaden mehr gegen dich? Warum ist er nicht gebrochen? Was ist das? Am Schaden. Warte noch mal. Ich glaube, ich muss ja echt noch einen Zug warten. Nein, überlebe ich nicht. Obwohl, jetzt kommt er aber gleich hier näher ran. So, Ike, du musst hier noch mal stehen bleiben, bitte.
Oh, warum fehlt denn immer ein, ja, ein HP? Ja. Mit dir auf dich losgehen, ne? Schön ein für Stäbe. Ja, ich liebe es, Gegner zu töten, die mir keine Erfahrungspunkte geben, ne? So, zum Glück hat sie eine Nahkampfwaffe, ey. So, Zitrin, wenn du jetzt nicht genug Schaden machst, ne? Oh mein Gott. Einfach zu weit entfernt die hier. Du musst ihn treffen. Nee, musst du nicht, weil du nicht überlebst. So, 16×2 mit 0. Warum nehme ich Schaden? Den ja machen. Alter. Oh, ist schon wieder außer Reich. Schaffen im nächsten Zug. So, wenn die Leute hier alle ausgeleert. Hm. Ja, die Strategie ist dann ja weiterhin, ihn einzufrieren. Ich sagen. Anders kann ich nicht machen. Warte mal, ich habe eine Idee. Funktioniert das? Die eine zu Kampf könnte sich ziehen und benachbar gegen bis zum ersten Runde lang. Oh, klappt das? Wenn ich ihn so angreife, klappt sogar. Alter, das ist auch viel besser. Muss ich aber keinen Einfrierstab mehr einsetzen. Oh, das ist so ein Game Changer gerade. Hm. Mach ich gar nicht einfrieren mal einsetzen, Mann.
So, kommt ihr mal hier hin. Wenn ich dich nur damit treffen muss, dann ich das viel einfacher so machen. Dann kann ich mich um die Schützen kümmern, damit die mir nicht auf die Nerven gehen. Charaktere hier hochheilen. Ja, ne, General. Warum kann er mich erreichen? Ich nehme 31 Schaden. Das ist natürlich nicht genug. Das ist natürlich genug, um mich zu killen. Na, weißt du was? Machen das so jetzt. Mein Gott, krieg doch mal. Aber die geben noch Erfahrungspunkte, sehe ich gerade. Das hier will ich dann nehmen. Hoffentlich wirst du nicht gekrittet. Dann weiß ich der einzige noch mit dem Schwert. Nein, nee, ich habe ihn da neben platziert. Ist okay. Dann möchte ich erledigen. Aber mit Klamm können wir die ganze Zeit eigentlich hier festhalten. Ist schon mal gut, ne? So, du warst ja mit dem Geld, cool. Es war Klamm mit Klamm halt ihn festhalten eine Weile lang. Anders geht das gerade nicht. Anders wüsste ich jetzt nicht, was wir ja machen, ne? Geh du da rein. Jetzt haben wir das Ding wieder voll. Okay. Dann schaffen wir halt hier noch etwas chilliger. So. Komm schon, Mann. 10%. Können wir doch nicht hier so offen nerven. Ach. Natürlich ist sie eine der ersten, die angegriffen hat. Hi. Ich weiß, Donner hat weniger Crit-Chancen. Oh mein Gott. Also, was ich hätte doch eigentlich voll einfach erledigen können, merke ich gerade. Eigentlich mal einfach machen können, ne? Ja, pass auf, ich mache den hier wieder. Krieg schon wieder nicht. Jetzt wechseln wir einfach. Also darauf hätte ich auch irgendwie selber kommen können. So, jetzt wird sie nicht mehr erkrittet. Hoffentlich. Wieder hier hin, ne? Ja, nein,
dahin. Mein Gott, ey. Ja, du bist ja mit dem Speer, ne? Ja. Also ich muss hier einpacken. So. Überleben wir jetzt. So, keine Crit-Chance. Ich mach mal fertig. Aber noch den Heiler da unten. Ja, der hat keinen langen Speer. So. Langsam aber sicher ging weit hier. Wenn ich mit Klamm jetzt hier die ganze Zeit treffe, ne? Ist ja eigentlich voll einfach jetzt. Außer da kommen noch mehr Leute. Kommen aber nicht. So. Ich will ihn eigentlich immer nur treffen dann, ne? Fangen wir nicht mal hier hin. Wegen mehr Schaden, ne? Und mehr Treffsicherheit. Ja, ne? Die ganze Zeit mein Einfrieren hier verschwendet. So, was jetzt noch nervig sein könnte, ist, wenn der Heiler den hochheilt. Darauf hätte ich jetzt gar keine Lust. So, kannst du ihn bitte kritten? Das wäre super nice gerade. Kannst du ihn überhaupt erreichen? Nee. Oh Gott. Aber das ist doch eine gute Fähigkeit. Die Gegner ja alle weg, wenn wir nicht gestört werden. Ich hoffe, ich kann mir einige Einfrieren wieder kaufen, ne? Wenn ich die wieder zurückbekomme. Wäre sehr schön. Da machen wir noch mehr Gegner platt, für die ich keine Erfahrungspunkte kriege. Das ist bestimmt in Maddening, ne? Oder Lunatic oder wie auch immer der Schwierigkeitsgrad heißt, ne? Du keine Erfahrungspunkte kriegst von Gegnern. Okay, was? Protection, willst du mich auf den Arm nehmen? Käme jetzt nicht hier so auf den Nerven, Alter. Jemand hat niemanden zum Heilen, ne? Also ja, im nächsten Zug kann ich den aber nicht wieder. Im nächsten Zug kann ich den nicht. Oh, das ist okay. Nächsten Zug kann ich den leider nicht mal einfrieren. Oh Gott, ich merke gerade was. Wenn ich ihn hier erledige, dann ist er in Reichweite von Ike. Verdammt. So, und er geht jetzt auf Ike los und hält ihn, ne? Pass auf. Sie hat doch schon. Geht noch nicht mal außer Reichweite. Da kommen noch mehr. Ey, okay, langsam habe ich genug hiervon. Ich kann den immer noch einmal festhalten.
Warum mache ich jetzt so wenig Schaden? Ach ja, der hat so eine Fähigkeit, ne? Die mit weniger AP weniger Schaden nimmt, ne? Kann ich auch noch einsetzen. Das könnte jetzt super nützlich werden. Ja, deswegen. Zack. Und genau sie braucht auch ein Level Up. Oh, was für eine Freude. Ja, wir konzentrieren unser Feuer auf ihn weiter. Ein Zug kann er sich nicht bewegen. So, kann ich dich mit einem Ragnir hier? Kannst du mich mit einem Ragnir hier vielleicht nicht töten? Ja, mit dem, ich weiß, was ich meine. Ja, nicht so kann man den. Ja, unglaublich nervig, nervtötend. Ich weiß, es ist das Gleiche, aber mein Gott. So, komm schon, Mann. Komm schon, Schätzchen. Am besten wäre ja, wenn er jetzt den Kill kriegen will, ne? Ach. Nehmen nicht. Mal zum Arena Kill noch. So, du bist auch weg. Jetzt haben wir noch Ike. Oh, sehr gut. So. Und ja, wir müssen jetzt hier. So, du hast einen B-Rang Support. Mit dem Donnerschwert rein. Sollten wir ja schon ein bisschen Schaden machen im nächsten Zug, und dann nächsten Zug haben wir dich dann. Achso, kitz mich jetzt. Oh, hat er jetzt auch diese riesige Welle wie im 10. Teil, wenn er mit dem Schwert hier angreift. Ach ja, hat man ja schon. Was ist das denn für ein Fernangriff, ey? Vor dem 10. Teil hat er so eine riesige Welle ja am Boden entlang. Das sah viel cooler aus, ey. Hat der schwarze Ritter auch gemacht mit dem Alondite. Hat er einfach in der Luft gestürmt, dann kam so eine riesige Druckwelle am Boden entlang. Sah viel cooler aus, ey. Ja, da einfach irgendwie so eine random Explosion, habe ich so ein Gefühl. So, da sind eine Menge Gegner und da kommen immer noch mehr. Oh, wow. Also ich raten, die geben jetzt alle Erfahrungspunkte, ne? Pass auf. Nee. So, habe ich alles eingesagt, ja, ne? Alle haben den kein Erfahrungsskill, das heißt. Am besten, wenn er den Kill kriegt, ne, dann kriegt er auch Level 20. Oder er. So, was ist denn das für eine Crit-Chance? Oh, weißt du was? Hier. Ich kann noch einmal tanzen und da werde ich so weit von aussetzen. So, du bist Level 20. Gibt es hier irgendjemanden, der den garantiert erledigen kriegt? Nein.
So. Ein bisschen Schaden. So. So, ich muss mal gucken. Habe ich nur alle Charaktere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn man dauernd den blöden Zeitkristall einsetzt, dann verliert man irgendwann die Übersicht so. So. Ich nehme an, ich krieg dich nicht mehr mit dem Donnerschwert down, ne? Nö. Warum hast du denn jetzt so viel Crit? Ja, weißt du was, das ist nicht so schlimm, ne? Ich greife einfach mit meinen Fernkämpfern hier an. Ist ja nicht, was auf dich zukommt. So, jetzt kann den eigentlich hier erledigen. So. Haben wir noch den hier. So, dann machen wir einmal tanzen noch. Ja, ich hätte eigentlich eher Alfred da hinpacken sollen, aber egal. Vielleicht kriegt Butcher und den Kill. 18. Komm, Butcher, schnapp ihn dir. Uff, ja, ne. Schaut mal. Aber noch den hier. Nicht, ne? FP-Punkte und so was weiß ich nicht alles, ne? Ich krieg keine FP, cool. Also Bandpunkte habe ich bekommen. Dann müssen wir mit Alfred gleich in die Arena, würde ich sagen. Mit ihnen, ne? Er kriegt also schlecht immer Kills. Machen wir nicht fertig. Neo Kairo. Everything can change. Ernsthaft? Der weicht aus, obwohl er schon 0 AP hat. So funktioniert das hier nicht. So, okay. Oh, wir haben das geschafft. Ich habe noch 15 Erfahrungspunkte bekommen. Was ist das denn? Okay, das lief gut. All there. Das lief gut. Migoto da. Yok kono shiren o norikoeta na. Arigato gozaimasu, Aiku. Wieder mal ein Erfolgserlebnis. Im Gegensatz zu gestern. Das musst du mir nicht sagen, Kollege. Besiege den verrückten König. Was? Oh nein, warte, falsches Spiel. Und dann japanische Rollenspiel immer mit Bände. Es ist das Band, was uns am stärksten macht. Jedes japanische Rollenspiel hat das irgendwie. Okay, cool. Hey. Gut, damit bin ich zufrieden. Okay. Dann können wir jetzt noch im Somniel gehen, einige Charaktere wieder eher die Klasse wechseln lassen. Und ich
weiß nicht, ob ich beim nächsten Mal im 17. Kapitel reingehen will. Vielleicht mache ich noch ein DLC-Kapitel, ne? Nur um sicher zu gehen, ne? Wenn ich die sowieso irgendwann mache, dann kann ich auch direkt machen, ne? Und ich glaube, ein DLC, das ich mir schnappen will, hat sogar auch was mit der Welt von Ike zu tun, mit den Tellios-Spielen. So heißt halt diese Welt von 9 und 10. Von daher kann man die so nach und nach hintereinander machen, ne? Mal schon dabei sein. Ich habe gerade einen Falken aufgenommen. So, ich habe so viele Leute getötet schon wieder. So, wir können sehr viele Charaktere jetzt wieder klasse wechseln. Da war vielleicht mein Fehler mit dem 17. Kapitel, dass ich da irgendwie reingegangen bin mit all meinen noch unterentwickelten Charakteren, und ich habe schon gemerkt, ich konnte nicht genug Schaden machen gegen meine Gegner. Und es kamen einfach so viele Gegner da. Ne, warte mal, bis ihr das Kapitel seht, ey. Und es ist merkwürdig, weil der Anfang des 17. Kapitels war relativ chillig, ne? Also die erste Hälfte des Kapitels war relativ chillig. Ich hatte alles in Kontrolle, ne? Aber dann musste irgendwie gegen so einen ganzen Haufen Gegner auf einmal kämpfen. Und da sind Bosse drin, da sind normale Gegner drin, die alle irgendwie viel zu stark sind. Und die größte Lüge aller Zeiten ist, dass wir haben Timera irgendwie noch gar nicht benutzt, ne? Verdammt, sie ist auch eine Hauptcharaktere. Und es ist halt, ich glaube, das Kapitel sagt mir, meine Charaktere müssen, der Schwierigkeitsgrad ist Level 3, ne? Ich bin mir aber ziemlich sicher, alle Gegner in dem 17. Kapitel waren so mindestens Level 5 oder 6. Die Bosse waren, die waren schon so auf Level 10 oder so, einige von denen, wenn ich mich irre. Also weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. So. Ich überfliege die Sachen immer. Ich tue nicht ignorieren, was die sagen. Ich überfliege nur halt sehr schnell. Also ja, das ist so halt, wie gesagt, was ich schon so oft angesprochen habe, ne? Mein Spielstil ist nicht so der optimale Fire Emblem Spielstil, ne? Ich trainiere jeden Charakter, und irgendwann kommst du dann halt in eine Situation, wo du halt feststeckst, weil du halt nicht irgendwie deine 10 Leute da trainiert hast alle, sondern irgendwie die ganze Gruppe. Wir haben schon geredet dann, ne? Ja, dann verteilt die Erfahrungspunkte so ungemein. Und wenn du dann so spielst, dann hast du halt keine Chance manchmal. Ja. Das, und ich benutze keine Stat-Ups. Ich bekomme ja hier so Items, die irgendwie die Stats hier erhöhen, ne? Permanent. Benutze ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wieso ich das nie mache. So, wir gehen ins Somniel. Und dann machen wir uns noch auf hier in der Arena, würde ich sagen. Mit Alfred, würde ich sagen. Der hat, glaube ich, noch nicht alles voll. So, auf Level 20 meine ich. So, also ich weiß nicht genau, was wir hier nachmachen. Ob wir jetzt das DLC, einen DLC wieder machen, oder ob wir vielleicht mal hier gucken. Oh, ich habe so hart freigeschaltet. Wir jetzt DLCs machen oder direkt das nächste Kapitel, ich weiß nicht. Mal schauen. Erstmal schauen wir uns den Support hier an. ルイ。喜んでいただけたようで嬉しいです。おかわりをいただいてもいいかしら？もちろんです。
Ich war noch nie so ein Tee-Fan. Ich mag allgemein keine heißen Getränke. Tja, will ja nicht, dass du den Arm brichst für Teeblätter. So, hey, haben wir eine neue Konstellation. Zeig mal. Jan, konnichiwa. Anta wa Jide-san. Dou shite sonna ni obiete iru no? Watashi wa tada aisatsu shita dake yo. Betsu ni jibun wa obiete nanka ii hin de. Yō ga nai n yattara mou iku shina. Obiete iru wa ne. Watashi ni. Demo naze? Koagarareru kokoro atari wa nai no da keredo. Steht hier noch mit voller Rüstung. Tada, nigate nan ya. Nigate. Watashi no koto ga? Jibun wa obake nanka wa heiki ya. Kurakute semai heya toka, mushi toka kemono mo zenzen kowaku nai. Demo. Demo. Demo nani? Jide-san mitai na hito wa chotto nigate nan ya. Gomen na. Starke Frauen. Ich mag meine Frauen nur zierlich und schwach. Tschüss. So, dann haben wir nichts. Gut. So, ich habe ja nicht offscreen irgendwie meine Somnial-Runden gemacht letztes Mal, weil ich ja direkt aus dem Dings kam. Aus dem Kapitel. So, wir gehen in die Arena und holen uns noch die letzten Level 20 ab, ne? Einmal Alfred, ne? Vielleicht Butchon, oder vielleicht auch mal irgendwann. Butchon hat eine Menge AP, aber ist halt ein Kämpfer, ne? Wir haben immer viel AP. So, wen haben wir denn hier? Los, 1, 2, ja, Clan braucht auch noch. 3. So, wichtigsten wäre mir erstmal Alfred, ne? Los, geh rein, mach irgendjemanden platt. Das Problem ist, ne? Ja, das Problem ist halt. Oh, okay, den schaffen wir. Problem ist halt, wenn ich irgendwann nur unterentwickelte Einheiten habe, ne? Dann tauchen in den Arena immer nur entwickelte Einheiten auf. Das heißt, leveln wird so oder so schwieriger, ne? So, cool. Mit 20. Mein Gott, hat er hohe Stärke. So, dann kommt Klamm, ne? Klamm, Klamm. Ich sag immer Klamm, ne? So, mit dir rüsten wir mal den Feuer hier aus. Ja, er hat eine natürliche Ausweich von 53. In seinen hohen Geschicklichkeitswert. So. Ja. Ich glaube, er braucht aber 2. Oh. Der wird uns erledigen. Oh ja. Also ja, ein paar Mal daneben, ne? Nur gegen die starken Gegner kämpfen. Und da haben wir ein Gespräch.
Zeig. Haben wir auch noch nicht gehabt.質問がありますか。朝に食べるものか意外な質問をしてくるね。お願いです。教えてください。まあバナナが多いかな。バナナ。秘訣って何？秘訣ってそれは 隠しても仕方がないので思い切ってお話しします。僕ずっと王子に憧れていたんです。大人っぽくてかっこいい人だなって。本当ありがとう。でも実は僕たち年はそんなに違わないんです。いや、ざいてんや。この差は何なのでしょう。これ、お前がやるの。それを気にして俺に質問したってこと。はい。もしよかったらもっとたくさん お話を聞いてくださって。ありがとう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 。
Kill füttern und dann irgendwie oder einen Angriff machen und dann irgendwie ja voll dämlich. So, jetzt muss ich aber erstmal Meistersiegel kaufen. Ich glaube, ich habe keine. Und unendlich kann man ja auch nicht kaufen. Das heißt, irgendwann gehen die mir aus. Ich glaube, da gab es nur irgendwie so 3, 4 oder so im Shop, die ich kaufen konnte. Also ja, irgendwann gehen die mir aus. Ja, wir werden ja wohl genug haben, damit ich alle Charaktere weiterentwickeln kann, ne? Lass mich mal hier speichern. Ja, schon fort, wir wieder ein Kapitel geschafft haben, ne? So. Dann hauen wir mal hier ein paar Dinger. Wie, die haben nur 3. Ich glaube, ich brauche genau 3. Ja, nochmal speichern. Falls mir die Promotions irgendwie nicht gefallen. Kommt natürlich darauf an, in was ich die alle verwandeln kann. Ne? So, hier mal zum Beispiel Louis. Ich muss mal nachdenken. Ich habe 1, 2, 3. Oh, einer von ihnen kann nicht sich entwickeln, Leute. Schade. Ich will definitiv Alfred entwickeln, weil er Hauptcharakter, Hauptcharakter ist, ne? Er kann zum Avenir. Ein Spuckerprinz zu weißen Ross. Erfahrener Lanzkämpfer, der auch mit Schwertern vertraut ist. Cool. Kriegst du Geschwindigkeit. 1. Cool. So, mehr Beweglichkeit, mehr Figur. All das gute Zeug. Das sind alles vom zweiten Siegel hier, ne? Avenir. Ein bisschen Magie, ein bisschen Fähigkeit, 2 Verteidigung, Resistenz auch 2, Glück auch 2. Sehr defensiv. Na gut. Avenir. Du brauchst aber definitiv mal Geschwindigkeit. Lorbeerkranz am Kopf. Befliehe Batterie Kleeblätter. Ich meine, neue Schwelle bestehen. Dies sollte mir neue Wege des Kampfes öffnen. Ja, wie nennt man das? Ein Lorbeerkranz? Nee. Oder soll das? Nee, das ist ein Lorbeerkranz, ne? Okay, cool. Dann würde ich mal sagen, ein unserer Ritter lassen wir erstmal auf. Lassen wir erstmal warten, ja? So, Louis ist definitiv jemanden, den ich gebrauchen kann. So, Lanzenkämpfer. So, General, ne? Oder Erzritter kann man nehmen. Habe ich jemanden, der zum Erzritter wird? Ich glaube nicht, ne? Ich würde ihn mal lieber zum General machen, weil er einfach, weiß nicht, ist mehr auf Defensive ausgelegt, ne? Erzritter kannst du Lanzen und Äxte tragen, aber ich gehe sowieso die ganze Zeit mit seiner Silberlanze ja rumlaufen, ne? Okay, erlaubt der Einheit Platz mit einem benachbarten Verbündeten zu tauschen, ja, die Fähigkeit kenne ich. Verteidigungshilfe. Befindet sich einer zwischen einem Verbündeten und einem Gegner, verringert sich ihr erlittener Schaden im Kampf gegen diesen Gegner um 3. Wer, ich oder mein Verbündeter? So, General gibt auch mehr Figur, sehe ich gerade. Das ist auch nicht schlecht. Anderes habe ich nicht, ne? In was kann sich Jade denn alles verwandeln? Okay, sie kann nur zum General werden. Sie nur extra hat, okay. Das macht jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Muss aber auch sagen, ihr Tomahawk ist sehr viel besser. Aber das macht jetzt ein bisschen schwierig. Ich nehme an, wir machen sie dann erstmal zum General, ne? Damit ich einfach nur sehen kann. Wen kann ich denn hier noch zum Erzritter machen? Niemanden, ne? Ich glaube nicht, irgendjemand wird hier zum Erzritter. Ne? Du bist ein Rittmeister. Du bist ein Erzritter. Okay, dann vergessen wir das.
Stimmt, ich wollte schon sagen, ich hatte doch einen Erzritt. Na okay, dann sind wir an der Front schon bedient. Dann machen wir ihn zum General. Einfach um noch mehr seine Defensive ja. Außerdem haben wir dann jemanden, der mit S, der S Lanzenrang hat. Axt oder Lanze? Axt oder Lanze? S Lanze oder A Axt? Ja, das ist ja sehr schwierig, ne? Warum gute Werte sehe ich gerade? Ein Magie, let's go. Na gut. Und zum General. Oh. Was für ein Megasort. Nicht schlecht. Ich werde meine alte kleine Sorte vielleicht zusammennehmen, bevor ich sie zurückgehe. Sehr cool. Oh, guck mal, wie dick er jetzt ist. So, sie hat mehr Werte, sich aber gerade an sich. Egal. So, dann machen wir Zitrin noch hier zu, was auch immer sie wird. So, okay, bei ihr ist einfach weise. Ich nur eine Auswahl. Okay, Magie abonnieren. Initiiert die Einheit den Kampf und verwendet dabei ein Buch. Erhält sie Angriff plus X. X Anzahl der benachbarten Verbündeten mit Buch. Okay. Erfahrene Magier, die über immense Macht verfügen, können sowohl Bücher als auch Stäbe fällen. Oh, nicht schlecht, dann kann sie auch ein Heiler werden. Immer mehr Heiler, sehr gut. Und Weiser haben wir noch gar nicht, ne? Zwei Magie, zwei Fähigkeit, ein Geschicklichkeit, zwei Verteidigung, zwei Resistenz, ein Glück. Sehr cool. Und ein bisschen mehr AP. Und Bewegung, natürlich. Okay, cool. Rein da. Oh. Danke für ein Outfit. Danke für dieses hübsche Gewand. Dafür kaufe ich euch. Nein, ich werde euch die Ehre im Kampf erweisen. Okay. Mein Gott, wie die Dunkelmagier in Fire Emblem Awakening. Einfach viel Skin zeigen. Okay, cool. Wer fehlt denn dann ja eigentlich noch hier zum Hochleveln? Ja, Clan, Jade, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, er kann er nicht. 6. So viele Fehler eigentlich nicht mehr, ne? Zum Hochleveln. Zu erweiterten Klassen und so, ne? Okay. Ich würde aber sagen, wir machen beim nächsten Mal DLC, ne? Gibt da einen Charakter aus Fire Emblem 9, den man auch hier als DLC-Charakter bekommen kann. Ich würde dann fast sagen, wir machen das als nächstes, ne? Wenn wir schon hier gerade Fire Emblem 9 Abenteuer hatten. Von daher, oder wir können. Ich weiß es nicht. Die DLC-Kapitel sind immer noch eine Ecke schwieriger. Von daher, ich lasse mir schon mal einfallen, ne? Mal gucken. Wir werden ja sehen, wann als nichts passiert, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch wieder ein Like, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.